So, guten Abend, herzlich willkommen bei uns im NS-Dokumentationszentrum. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Linda Strehl in der Mitte vom Forum Küris Archiv, Christoph Gürich ganz links von Ihnen vom Münchner Stadtmuseum und neben mir Sabine Brandl vom Haus der Kunst. Herzlich willkommen an euch drei. Ja, mein Name ist Carolina Kühn, ich bin Kuratorin hier am Haus und darf ein wenig durch den Abend begleiten. Wir haben aber gesagt, das soll kein sozusagen einfach nur Frage-Antwort-Spiel werden. Das heißt, wir versuchen gemeinsam ins Gespräch zu kommen und möchten Sie und euch auch gerne einladen, so in der letzten Viertelstunde oder 20 Minuten, je nachdem, wie der Gesprächsbedarf ist, noch Fragen zu stellen oder selber auch was zum Thema zu sagen. Der Abend findet statt als Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung To Be Seen, Queer Lives 1900 bis 1950, die am 6. Oktober eröffnet hat hier bei uns im Haus und noch bis Mai zu sehen sein wird. Falls Sie sie noch nicht gesehen haben, eine herzliche Einladung, doch bitte vorbeizukommen. In den 2 Jahren Vorbereitung zu dieser Ausstellung konnten wir in ganz unterschiedlichen Archiven recherchieren. Sehen Sie uns jetzt besser? Okay, ist gut. Konnten wir in ganz unterschiedlichen Archiven recherchieren und auch ganz verschiedene Formen queerer Sammlungspraxis kennenlernen. Wir haben uns dabei immer wieder gefragt, was queeres Sammeln eigentlich bedeutet oder was ein queeres Objekt eigentlich ausmacht. Ein Beispiel, es ist so, dass aufgrund der langen Diskriminierungsgeschichte von LGBTIQ+, eben hauptsächlich Verfolgungsdokumente sichtbar sind, wenn man in die Archive geht, also Aktennotizen, Polizeifotos etc. Und man viel seltener mit Alltagszeugnissen oder Selbstzeugnissen zu tun hat. Wenn man trotzdem aber eine Geschichte auch von Empowerment, von Solidarität erzählen will, muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen andere, neue Wege gehen. Muss man beispielsweise Exponate ausfindig machen, die vielleicht von traditionellen Vorstellungen von sammlungswürdigen Objekten abweichen oder in der Ausstellung eben Kunstpositionen mit einbeziehen, die sich mit diesen Leerstellen beschäftigen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir gleich solche und andere Fragestellungen bearbeiten können. Drei Expertinnen, Experten sind heute Abend hier. Wir haben uns entschieden zunächst einmal, dass jede hier etwas aus der eigenen Arbeit, aus den eigenen Projekten kurz vorstellt, um einen Einblick zu geben und dass wir dann im Anschluss daran nochmal genauer ins Gespräch gehen. Wir beginnen mit Linda Strehl vom Forum Queeres Archiv. Das Forum, das nunmehr, kennen Sie wahrscheinlich alle, seit mehr als 20 Jahren hier, fast 20 Jahre, fast 20 Jahre hier in München Archivarbeit macht und Vernetzung im Bereich von LGBTIQ+. Linda Strehl ist Vorstandsmitglied beim Forum, sie ist auch Archivmitarbeiterin und war tatsächlich unsere Hauptansprechpartnerin für To Be Seen. Hat uns neben Albert Knoll und anderen Mitgliedern des Forums ganz wesentlich bei der Entwicklung zu dieser Ausstellung unterstützt. Sie ist darüber hinaus freie Lektorin, studiert hat sie Latein und Griechisch sowie Buchwissenschaft. Ja, dann übergebe ich dir mal das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich kann noch ergänzen, 23 Jahre lang gibt es uns jetzt, seit 1999. Genau, das Forum hat sich ja gegründet unter dem Namen Forum Homosexualität und Geschichte. Das war der Ursprungsname, wurde dann 2007 in Forum Homosexualität München umbenannt und hat dann eben vor 3 Jahren diesen Wechsel auf Forum Queeres Archiv gemacht, um den Begriff Queer hineinzubringen und auch den Fokus mehr auf Archivarbeit zu legen. Denn es war tatsächlich in den Anfangsjahren so, dass die Archivarbeit gar nicht im Vordergrund stand, sondern Sachen gemacht wurden wie Erzählcafés, Zeitzeugeninterviews, eine Hörbibliothek wurde erstellt. Also es war mehr so auf Oral History erstmal ausgelegt und die Sachen, die ins Archiv gelangt sind, die führten erstmal so ein Schattendasein. Das ist dann erst in den letzten Jahren so richtig aufgearbeitet worden. Und der Schwerpunkt ist jetzt tatsächlich aber dann doch das Archiv. Genau, ich würde dann mal ein paar Bilder zeigen, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie es bei uns so aussieht.
Die Bilder habe ich selber gemacht vor einigen Wochen. Die sind ein bisschen dunkel geraten. Also so dunkel ist es bei uns nicht. Wir sind ganz gut beleuchtet, aber diese Dunkelheit, finde ich, ist jetzt gar nicht so schlecht, denn sie vermittelt einen Eindruck davon, wie wenig Platz wir haben. Also die Dunkelheit steht für den Platzmangel, den wir so haben. Das ist einer unserer Räume. Das Ganze ist in der Bayerstraße zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof. Ist eine Wohnung, eine große Wohnung gewesen im Hinterhof. Und in diesen Räumen sind wir jetzt auch schon über 10 Jahre. Hier sieht man im Hintergrund die Zeitungsausschnittssammlung und Zeitschriften hinter diesem mittleren Regal. Im Vordergrund sehen Sie Bücher, die schon nicht mehr in die Bücherregale hineinpassen. Da müssen wir erst noch anbauen. Bilder im Vordergrund hier links. Dann, wir haben nicht nur Bücher, Zeitschriften und Unterlagen und Papier, sondern es gibt auch Objekte bei uns. Wir sammeln alles Mögliche. Dies ist ein Schrank, den die Sabine Brandl in der Ausstellung Archives in Residence tatsächlich abgebaut hat bei uns und dort im Haus der Kunst wieder aufgebaut hat. Und genauso ging die Reise dann auch wieder zurück, 9 Monate später. Da wirst du nachher selbst noch was dazu erklären. Ich kann hier kurz durchführen, also man hat oben, sieht man Tassen, dann gibt es Bilder im Hintergrund, die eine lesbische Frau gemalt hat in den 80er Jahren, soweit ich weiß. In dem zweiten Regal von oben sieht man Schallplatten aus den 70ern von lesbischen Frauen gemacht, in einem Münchner Frauenmusikverlag tatsächlich auch. Wiederum Tassen, Buttons, Aufkleber, Sachen aus dem CSD, dann haben wir T-Shirts und unten dann die Teddybären. Vielleicht sagt jemand noch die Teddybar was in der Hansachsstraße, die es jahrzehntelang gab, die zumachen musste. Und viel ist nicht übrig geblieben, wir haben das zu spät erfahren damals, aber einige Teddybären konnten gerettet werden, die haben wir uns dann mit dem Stadtmuseum geteilt, da sind jetzt auch 3 oder 4 von den Bären und einige sind bei uns. Unten Unterlagen von der Frauenbibliothek, die es in den 90ern gab und links sieht man noch so einen Posterschrank. Ganz oben auf dem Schrank möchte ich noch hinweisen, man sieht es nicht so ganz genau, da sind so Bauarbeiterhelme. Also wir sammeln fast alles, was wir kriegen. Also es ist das meiste auch wirklich aufhebenswert. Diese Helme sind von Performances der damals sogenannten Sittensträuche, die heißen jetzt Safety AG, die AIDS-Prävention betreiben im Sub und anderswo und in Kneipen oder auf der Bühne im Sub Performances machen, wie geht geschützter Sex, wie geht er nicht. Und dieses Ding hier, also die rechts, weiß ich jetzt gar nicht, wer die getragen hat, aber das links, da sieht man noch diese Bommeln, das ist das AIDS-Virus oder sollte das AIDS-Virus darstellen. Also der Mann, der die getragen hat, der war dann das böse Virus hier. Also das waren vermutlich auch ziemlich lustige Shows, wir haben auch Filme von den Sittensträuchen und die haben lustigerweise diese Sachen, kaum dass sie die uns ins Archiv gegeben haben, ein halbes Jahr später schon wieder ausgeliehen, weil sie nämlich ihre 10- oder 20-Jahr-Feier hatten und sie haben sie eben nicht weggeschmissen, die Sachen, sondern zu uns gegeben und können jetzt, wann sie möchten, immer darauf zugreifen. Also ein ganz gutes Beispiel für den Austausch auch innerhalb der Szene. Hier so ein Schrank, in dem hier im mittleren Fach, das will ich nicht verschweigen, noch Dinge liegen, von denen keiner so genau weiß, was es eigentlich ist und wo wir sie jetzt hin tun sollen. Also sowas gibt es bei uns auch. Aber es ist schon relativ gut aufgeräumt, würde ich sagen, durch lange Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit. Also wir haben ja, genau, vielleicht sage ich das zur Struktur des Vereins auch noch. Wir haben eine Halbtagsbürokraft, 2 Archivstellen von jeweils 7 Stunden die Woche, was nicht viel ist. Das sind Minijobs und der Rest ist ehrenamtliche Arbeit. Also dafür passiert schon sehr viel bei uns im Archiv. Es sind 70 Mitglieder inzwischen und ich würde mal sagen so zwischen 15 und 20 Aktive, die tatsächlich auch zur Arbeit da beitragen. Hier ist der zweite Posterschrank, den wir haben. Ich habe hier eine Lade rausgezogen, um zu zeigen, was wir da alles haben. Also wir haben viel von der Deutschen AIDS-Hilfe zum Beispiel, viele Veranstaltungsplakate, aber es gibt auch viel wichtige Dinge hier aus politischen Gründen herausgemacht. Das ist von 1987. Wir Schwule haben, wie viele Stimmen? Ich sehe es ohne Brille jetzt nicht, 4 Millionen Stimmen. Genau, eine Aufforderung, das Richtige zu wählen. Das war in den Zeiten der repressiven AIDS-Politik von Peter Gauweiler. Also solche Plakate, die sind aus heutiger Sicht schon sehr wertvoll, weil es die in dieser Form auch gar nicht mehr gibt. Und das ist jetzt, glaube ich, hier schon der letzte Blick in die Bibliothek. Da hinten sehen Sie eine Tür, die gab es bis vor 2 Jahren noch nicht. Es wurde angebaut, ein neues Haus ist entstanden und jetzt fehlen uns 2 Regalmeter.
die Bücher müssen woanders hin. Ja, also das ist nur die Nöte eines kleinen, selbstverwalteten Archivs. Das allerdings, das will ich ja auch noch dazu sagen, vom Kulturreferat großzügig gefördert wird, also die Stellen und die Miete, die nicht günstig ist, die wird vom Kulturreferat getragen, die unterstützen uns finanziell und auch ideell. Also die stehen hinter uns, da gibt es einen regen Austausch und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Stadt, mit der Frau Kirschner, um den Namen zu nennen, vom Kulturreferat besonders. Gut, jetzt noch ganz kurz, was wir aktuell machen. Also wir sind ja zunehmend damit beschäftigt, die Dinge, die wir haben, auch zu digitalisieren und haben jetzt in den letzten Wochen 4 Zeitschriften digitalisieren können mit Fördergeldern eines Projektes namens Wissenswandel. Das haben 2 vom Archiv gemacht. Unsere IT-Frau hat die ganze Software programmiert und wir sehen hier ein Bild Südwind. Das links ist die Münchner Fraueninfo, Münchner Frauenzeitung, die von 78 bis 80 erschienen ist. Der Südwind war in den 80er, 90er Jahren. Und hier unten die Freundin, ein Berliner Magazin für lesbische Frauen aus den 20er, 30er Jahren, von dem wir Ausgaben von 1927 bis 33 haben. Und die lassen sich alle hier angucken. Wir haben die Freundin, wenn man hier auf eine Ausgabe geht, dann, das ist schon ziemlich toll, kann man sich die, wenn man jetzt hier auf einen Artikel geht, wird man dann direkt auch da hingeleitet und kann sich das per Volltextsuche auch anschauen, noch auf einem anderen, in einem anderen Fenster. Also Sie können eine Volltextsuche machen und Sie können auch eine Häufigkeitsverteilung machen. Also da sind super Sachen entstanden jetzt. Also wir sind nicht nur verstaubt und irgendwo verborgen, sondern die Sachen sind, man muss noch nicht mal mehr kommen. Man kann jetzt einfach im Netz schon mal gucken, was wir alles so haben. Genau, das wäre es jetzt von meiner Seite. Und wenn es Fragen gibt, gerne später oder dann im Gespräch. Gut. Ja, vielen Dank, Linda. Also ins Archiv zu kommen, kann ich nur empfehlen, auch wenn das natürlich toll ist, dass man das jetzt auch online sehen kann. Die Freundin haben wir ja auch noch vor Ort angeschaut, da war es noch nicht digitalisiert, für die Ausstellung und zeigen auch ein paar Exemplare. Das ist wirklich ein toller Bestand. Linda, bevor wir gleich weitermachen mit Christoph, darf ich dich noch fragen, gibt es ganz kurz nur einen Bestand oder ein Objekt, das dir besonders über die Jahre so ans Herz gewachsen ist und irgendwas, was sofort irgendwie so für dich als eines der Lieblingsobjekte oder Lieblingsbestände, Nachlässe? Da gibt es mehrere. Aber was mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich dieses Bild mit den halbnackten Bauarbeitern, was dann im Haus der Kunst auch so gut zur Geltung kam. Das hat eine interessante Geschichte. Also ich mag auch das Motiv einfach gerne. Das war wieder eine schwule Kneipe, die geschlossen hat, der Bau nämlich in der Müllerstraße. Und wir haben diesmal rechtzeitig, halb rechtzeitig Nachricht bekommen, die wollten dieses Bild wegschmeißen, also die Nachfolger dieser Kneipe, weil es da nicht mehr hineingepasst hat. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir holen das jetzt. Ich wusste noch gar nicht, was da drauf ist. Und dann ist der Albert Knoll, unser Vorstand, hingefahren, um das abzuholen mit seinem Kleinbus. Und es ging aber nicht in diesen Kleinbus hinein. Und dann sind wir ein paar Tage später nochmal hin, zu dritt oder zu viert, und haben das dann in die Straßenbahn gehievt und vor unsere Haustür gefahren. Also die 18, die fährt ja vom Sendlinger Tor bis da bei uns in die Bayerstraße. Das war dann schon irgendwie so eine Performance da in der Straßenbahn mit diesem 2x3 Meter großen Bild. Und dann stand es jetzt lange Jahre bei uns im Lesbenraum tatsächlich. Also ein bisschen unpassend, also es wirft auch wieder ein Licht auf den mangelnden Platz bei uns. Und ich zeige das immer sehr gerne, weil das ist von der Qualität, also das hat der Richard Rohr gemalt, der öfter in der Kunstbehandlung auch ausgestellt wird. Es hat so ein bisschen was von sozialistischem Realismus, da ist dieses Baugerüst und da sind diese halbnackten Bauarbeiter, die alle so hellblaue Latzhosen haben, die da eben also ohne Latz sozusagen und irgendwelche Hämmer schwingen und orangene Helme haben. Also ich finde das Bild total super, also das ist jetzt das, was mir so einfällt, genau. Das ist auch eine schöne Objektgeschichte, ja, weil es viel erzählt, auch über selbstorganisierte Archive, ja. Ne? Kommen wir zu Christoph Gürich. Er ist Kulturwissenschaftler, Archivar und Mitarbeiter der Sammlung Stadtkultur im Münchner Stadtmuseum. Christoph Gürich war derjenige, der das Sammlungsprojekt München sucht, seine LGBTIQ-Geschichte in Kooperation mit dem Forum initiierte.
Er co-kuratierte zudem die laufende Ausstellung Nachtsclubkultur in München. Ich glaube, die ist noch bis Anfang Januar jetzt verlängert. Ne? Verlängert um ein Jahr. Ein ganzes Jahr? 2024. Wow. Dann haben wirklich alle noch eine Chance, sie anzuschauen. Und sollten das auch unter anderem, weil in dieser Ausstellung auch das queere Nachtleben eine wichtige Rolle spielt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein, hier zu sprechen. Vielleicht muss ich anschließen an dieser Stelle, dass die, sag mal, Vergegenständlichung des Thema LGBTIQ im Münchner Stadtmuseum natürlich nicht meine eigene oder einzig allein auf mich zurückzuführen ist. Heute geht es ja auch um Sammlungs- und Ausstellungsstrategien von queeren Themen. Vielleicht muss ich ganz kurz erklären, wie die ersten queeren Objekte an das Haus gekommen sind. Als ich mich erstmals damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass vereinzelt doch queere Objekte sich schon in der Sammlung befunden haben, aber das Thema auf einer institutionellen oder strukturell angelegten Ebene nicht verfolgt wurde. Eigentlich geht es zurück auf die Neubesetzung der Stelle der Sammlungsleitung der Stadtkultur. Wir haben nämlich 19 einzelne Sammlungsbereiche im Münchner Stadtmuseum, 7 große Sammlungen, die objektgebunden sammeln, also eine Filmsammlung, eine Fotosammlung, angewandte Kunst, Grafik, Gemälde, die teilweise auch eigenständige Museen waren, was, wenn wir später zur Sammlungsstrategie kommen, es nicht immer erschwert, auch über alle Sammlungen hinweg vielleicht ein Thema zu etablieren. Die Sammlung Stadtkultur kommt aus der Volkskunde, also die bürgerlichen Alltagskultur, Gegenwartsbezug, aber hat sich verlagert hinsichtlich der Sammlung jüngerer und zeitgeschichtlich gegenwärtiger Themen. Und bei der Neubesetzung war es auch ein politischer Auftrag, sich mit der jüngeren Zeitgeschichte und Stadtgeschichte Münchens auseinanderzusetzen. Wenn man sich die Dauerausstellung Typisch München anschaut, die jetzt auch ein gewisses Alter hat, die hört mit der Olympiade 1972 auf. Und danach gibt es nichts, was die diverse Stadtgesellschaft in irgendeiner Form repräsentiert. Und eines der Themen, die die neue Sammlungsleitung Ursula Eimold, mit der ich auch die Ausstellung nachts kuratiert habe, als essentielles Thema für die Münchner Stadtgeschichte benannt hat, war eben LGBTIQ. Und so kam es zu ersten Kontakten, auch zu ersten Übernahmen von Objekten. 2013 ist eine Skulptur von Naomi Lawrence, Venus und Aphrodite schweigen gemeinsam, in die Dauerausstellung überführt worden, um sie zu ergänzen. Und das war das erste offen queere konnotierte Objekt, was in die Dauerausstellung eingebettet wurde. Hat lang genug gedauert, würde ich sagen. Aber nach und nach sind nur situative Objekte in die Sammlung gekommen. Und so kam es dazu, dass man einen Sammlungsaufruf initiiert hat mit der Sammlungsleitung und mir und später auch Pia Singer, die einige von euch und Ihnen ja vielleicht auch kennen, in Kooperation mit verschiedenen Institutionen. In erster Linie natürlich mit dem Forum, aber auch mit dem Stadtarchiv München und mit ganz vielen Vereinen und Verbänden, die in unterstützender Weise das Projekt unterstützen, also die Koordinierung für gleichgeschlechtliche Lebensweise, Letra, Rosa Alter, Transinterberatungsstelle. Uns war es wichtig, die bestehenden Bemühungen und auch die Vereine und Institutionen einzubinden, um das Projekt bekannt zu machen und eben auch Expertise mitzunehmen und niemanden zu übergehen und da vielleicht auch die Deutungshoheit zu versuchen, alleinig zu beanspruchen. Genau, jetzt gehe ich vielleicht mal hier an den PC. Hier sieht man schon den Flyer des Projektes. Wir waren damals lange in Begriffsdiskussionen übrigens, falls sich jetzt einer wundert, warum das LGBTI und nicht LGBTIQ+ oder queer steht. Es war ein oft genannter Wunsch aus den Communities, den Begriff queer nicht zu nennen, um eben die verschiedenen Initiativen und Bestrebungen sichtbar zu belassen. Also lesbisch, schwule, bi, trans, intergeschichte in gleicher Weise hier sichtbar zu machen. Ich klicke mal hier drauf, um einen Überblick zu geben, auch wie wir das kommunizieren. Könnt ihr euch gerne auch im Nachhinein noch ansehen, hier zum Aufruf. Da sind einige Objekte enthalten, die schon vorher in der Sammlung waren, auf die man auch klicken kann. Ampelschablonen beispielsweise, die wir 2015 schon übernommen haben, die ja zur Zeit des CSDs bzw. des Pride Months
die Ampeln im Glockenbachviertel schmückten und jetzt auch dauerhaft schmücken. Die haben wir übernommen schon vor unserem Sammlungsaufruf. Wir hatten beispielsweise auch Lederhosen von Bavarian Mr. Leather und von Thomas Niederbühl aus dem Jahr 2013. Wie gesagt, die Venus und Aphrodite schweigen gemeinsam und auch einige Feuerzeuge und Streichholzhefte aus der Münchner Schwulenszene, die wir fortgesetzt haben zu sammeln durch den Sammlungsaufruf und hier auch, vielleicht kennt ihr die Diskussionen um die ehemalige Klappe am Holzplatz, hier schon ein Entwurf von Petra Perle von 1998, man mag kaum glauben, wie lange das gedauert hat, diesen Ort nachzunutzen, der sich schon vorher in unserer Sammlung befunden hat. Dann hat sich das aber etwas ausgeweitet. Wir haben mittlerweile, ich habe heute erst noch reingeschaut, 636 Objekte, die einfach mit dem Schlagwort LGBT versehen sind in unserer Sammlung und dadurch auch einfach auffindbar, was aber nicht bedeutet, dass nicht in den anderen Sammlungsbereichen sich noch weitere Objekte befinden, die queer konnotiert sind, bisher aber leider nicht erforscht. Hier ein Album, ein Auszug von weiteren Objekten, die wir seit Beginn des Sammlungsaufrufes in die Sammlung übernommen haben, durch Kontakte zu verschiedenen Personen auch geknüpft über das Forum. Wir haben auch überlegt, wie man das gestaltet, welche Objekte ins Stadtarchiv gehören, welche zu uns, welche ins Forum, um sich gegenseitig auch nichts wegzunehmen. Ich hoffe, das klappt so gut bisher. Meine ich ja, aber vielleicht können wir darüber später auch noch sprechen. Am Anfang war durchaus unsere Verständigung, dass Großobjekte oder Objekte, die wir durch unsere Restaurierungsabteilung einfach bewahren können und haltbarer machen, vielleicht zu uns übergehen, die Möglichkeiten haben. Wir hingegen können Objekte nicht zugänglich machen und auch den Buchbestand, der jetzt im Archiv zugänglich ist, der wäre bei uns nicht zugreifbar, wenn er nicht digitalisiert ist, weil wir die Objekte museal verwalten und sie einfach unter Verschluss stehen und aufbewahrt werden. Da machen wir keinen Unterschied zwischen einem Gemälde oder einem Plakat, wie hier zu sehen von Naomi Lawrence, was auch im Schrank verschwindet, digitalisiert als Repro jetzt in der Ausstellung zu sehen ist, aber nicht zugänglich ist und damit auch nicht in künstlerischer Hinsicht gearbeitet werden kann, wie das beispielsweise Philipp Kuffler ja mit dem Material des Archivs in unterschiedlichen Formen gemacht hat. Vielleicht jetzt noch ganz kurz noch einmal auf die Ausstellung eingehend. Wir haben versucht, queere Perspektiven in die Ausstellung einzubetten. Nachtclub Kultur in München, nochmal die herzliche Einladung an euch, jetzt zur Verlängerung zu kommen, auch nachzufragen. Meldet euch gerne auch bei mir, falls ihr eine Führung möchtet. Wir bieten Kuratorinnenführung an. Das macht immer Sinn und ist auch sicher spannend, da nochmal in anderer Form oder tiefer auf queere Objekte einzugehen. Genau, hier sieht man einen Banner des Wood-Kollektivs, des queer-feministischen Wood-Kollektivs, das bei uns auch den Themenbereich oder das, sagen wir, Kabinett zur Sexualität und Begegnung eröffnet. Wir haben die Ausstellung nicht chronologisch angelegt, sondern wie einen Streifzug durch das Nachtleben, das auch übertragbar ist auf andere Städte, um verschiedene Themen der Nacht zu zeigen und die Nacht als soziales Labor und als Möglichkeitsraum für den Tag. Denn ohne Nachtleben ist Emanzipation und gesellschaftliche Veränderung unserer Meinung nach nicht möglich und einen wichtigen Beitrag hat die queere Community natürlich da beigetragen und wie man auch jetzt gesehen hat in der Ausstellung To Be Seen, Nachträume sind Räume und waren es immer Entfaltungsräume und Möglichkeitsräume, Schutzräume der queeren Community und das wollten wir auch zum Ausdruck bringen an verschiedenen Stellen. So sieht man beispielsweise die Einladungskarte zum 39. Geburtstag von Freddie Mercury, die wir über den Sammlungsaufruf erhalten haben, zusammen mit dem Musikvideo von Living on My Own, was in Miss Henderson gedreht wurde. Wahnsinnig tolles Objekt, vielleicht. Das wäre eines meiner Lieblingsobjekte, falls du mich später fragen würdest. Aber auch eben Darstellungen, Fotografien, Einladungskarten und auch Ausstattungsgegenstände. Den Sessel aus dem Club Moritz beispielsweise, den wir glücklicherweise erhalten haben. Tassen aus der Deutschen Eiche und auch aus dem Bau. Das Schild, wir sind selber auch runter, haben das noch gefunden. Und auch die Remember Card, auch ein tolles Objekt. Die waren auch noch im Keller des Baus nach Verschwinden des Clubs. Ein Zettel, den man sich gegenseitig hinterlassen konnte, um sich Nachrichten zu überlassen in Zeiten vor Tinder. Aber unsere Sammlungsstrategie ist ausbaufähig. So viel vorab. Ja, vielen Dank für den Einblick.
Was ich dich tatsächlich jetzt noch fragen wollte, weil ich das interessant finde, dass ihr diese vielen objektbasierten Sammlungsbereiche habt und dann aber auch thematische. Gibt es denn andere Bereiche, die vergleichbar sind mit der queeren Geschichte, die jetzt in thematischer Hinsicht aus deiner Perspektive ausgebaut werden müssten, um stärker auch in der Erinnerungskultur in München stattzufinden? Also gerade im Stadtmuseum ist das was, was also sozusagen, ja, vergleichen ist natürlich immer schwierig, aber vor ähnlichen Herausforderungen steht? Ja, irgendwie folgt ähnlichen Mustern wie solche Themenfelder, die lange vernachlässigt wurden, oder auch das Leben oder die Lebensrealität. Ich finde es immer schwierig, von Themen zu sprechen, die eben zur Stadtgeschichte gehören. Aber wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel migrantische Migrationsperspektiven bei uns im Haus etabliert wurden, fing das eben an auch mit einem Sammlungsaufruf, mit Interventionen in der Dauerausstellung und jetzt zwei kompletten Stellen, die sich der Migrationsforschung widmen, die zu unserer Sammlung gehören, aber relativ unabhängig sich diesem Thema vollumfänglicher widmen. Also das ist ein ähnlicher Ansatz, sage ich mal, wo ich aber sage, da ist das Ziel noch nicht erreicht, weil ich würde es für sinnvoll halten, das strukturell über die Sammlungen hinweg als Thema zu etablieren, das als selbstverständlich gilt. Das ist eins, was immer sammlungsgebunden bleibt. Wir versuchen unser Bestes, dass das anders ist. Aber jetzt habe ich deine Frage so ein bisschen umgedreht. Aber vielleicht wäre es ein erstes Ziel für die Sammlung queerer Themen oder Ähnliches zu erreichen wie im Bereich der Migration. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir noch zum Haus der Kunst. Sabine Brandl leitet das Archiv im Haus der Kunst. Sie hat sich unter anderem eingehend mit der langen und schwierigen und auch lange verdrängten Geschichte des Hauses auseinandergesetzt und veröffentlichte dazu auch eine Monographie mit dem Titel Haus der Kunst München, ein Ort und seine Geschichte im Nationalsozialismus. In ihrer kuratorischen Arbeit setzt sie einen Schwerpunkt auf inklusive Kultur und Diversität und hat im Rahmen der von ihr konzipierten Reihe Archives in Residence kürzlich das Forum Queeres Archiv München ausgestellt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde ja mal gleich zu den Bildern gehen. Das muss ich mal zu euch da durch. Ja, ich würde jetzt ein bisschen was über die Ausstellungen erzählen und auch nochmal über die Ausstellereihe, was dann die Frage beantwortet, wie das Forum überhaupt ins Haus der Kunst gekommen ist. Also für, glaube ich, fast 9 Monate. Wir haben ja dann die Ausstellung auch nochmal verlängert. Das ist noch nicht die Ausstellung, das ist unsere historische Dokumentation, weil die Reihe Archives in Residence ist Teil der Archivgalerie und findet eben im unmittelbaren Bezug zur Geschichte des Hauses statt. Also ich glaube, Sie kennen alle die Geschichte des Haus der Kunst, da muss ich jetzt gar nicht so wahnsinnig groß ausholen. Das Haus der Deutschen Kunst war ja ein wesentliches Instrument für Propaganda und Kunst im Dritten Reich und eben auch Teil der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die queere Menschen ausgrenzte und verfolgte. Und diese Erinnerung schwingt bei den Ausstellungen bei Archives in Residence natürlich immer mit. Und insofern ist es eben auch ganz wichtig, dass wir auch Geschichten erzählen, die noch nicht so richtig sichtbar sind im Haus. Die Reihe beschäftigt sich mit autonomen Archiven und daran schließt sich auch die Frage an, wie wir uns überhaupt erinnern wollen und welche Geschichten wir erzählen wollen. Und da ist es ganz wichtig, nochmal zu schauen, welche Dokumente können überhaupt langfristig für die Geschichtsbildung da sein. Und die Leute, die autonome Archive gründen und verwalten und weiterführen, die sind natürlich weniger abhängig von bürokratischen Archivkonzepten, als jetzt institutionelle Archive es tun. Daher ist eben auch für die queere Geschichtsschreibung ein Archiv wie euer Forum natürlich viel, viel wichtiger. Und wir haben es auch schon, was Carolina Kühne auch gesagt hat, dass die institutionellen Archive Dokumente sammeln, die stark mit der
Tabuisierung, Pathologisierung und Verfolgung von queeren Menschen zu tun haben, weil sie eben auch Geschichten erzählen, die von den Masken, von den staatstragenden Akteurinnen meistens erzählt werden. Und ihr habt das ja auch sehr, sehr eindrücklich auch jetzt in eurer Ausstellung gezeigt, dass es durchaus andere Dokumente gibt, auch aus den 20er, 30er, 40er Jahren, aber die muss man natürlich auch finden oder beziehungsweise in Archiven gegen den Strich auch lesen. Ja, also das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt ein Blick in die Ausstellung. Jetzt muss ich mal schauen. Genau, also ein Blick in die Ausstellung Forum Queeres Archiv, Archives in Residence. In der Reihe geht es jetzt gar nicht darum, eine bestimmte Geschichte zu erzählen aus bestimmten Dokumenten, sondern das Archiv zu zeigen. Ich kann natürlich jetzt nicht die Archive einpacken und ins Haus der Kunst holen, das wäre natürlich auch viel zu einfach. Die kuratorische Auseinandersetzung ist da auch das Wesentliche dieses Archivs zu erfassen, also mittels auch des Displays und auch nochmal eine Zusammenstellung der Archivalien, die sich in diesem Archiv befinden. Das ist jetzt, gibt es auch kein Objekt 1 und Objekt 2, also die Besucherinnen, die sollen da auch einen eigenen Zugang finden zu diesen Archivalien und innerhalb ihres Besuchs setzt sich dann wieder die Geschichte des Archivs zusammen. Was jetzt hier auffällig ist und beim Forum, was mir sofort aufgefallen ist, als ich reingekommen war, dass es mich so ein bisschen an eine Wohnung erinnert hat. Also das gibt jetzt nicht, wie man es bei anderen Archiven kennt, es gibt die Anmeldung, es gibt den Lesesaal, es gibt das Zimmer mit den Findmitteln und dann bestellt man die Archivalien und die sieht man gar nicht, man sieht erst das Findbuch und so weiter und so fort. Das kennen wir alle, wenn wir in Archive gehen und forschen. Und im Forum ist es etwas anders, also man sieht eigentlich sofort, man ist unmittelbar von den Dokumenten umgeben und man ist auch unmittelbar von den Mitarbeiterinnen umgeben und das Ganze findet dann in einer Art fast schon so eine private Situation statt. Und das wollte ich oder das wollten wir eben auch mit diesem Grundriss zeigen, also dass das Display dieser Ausstellung eben nochmal die räumliche Struktur aufnimmt und dann nochmal eine andere Ebene eröffnet, also für die Archivalien, die eben an den Wänden und im ganzen Raum verteilt sind. Ich habe das Display nicht alleine gestaltet. Stefan Krune von Forum hat mich da sehr unterstützt. Also er ist Architekt, also ich hätte das jetzt gar nicht alleine geschafft. Und ich muss auch sagen, auch natürlich Linda und Berti und Sabrina vom Forum, die haben mich alle sehr, sehr unterstützt. Also in dieser kurzen Vorbereitungszeit und auch wirklich da ihr Wissen mit mir geteilt, weil so viel hätte ich mir gar nicht anlesen können. Also um da eine Ausstellung zu machen und auch da diesen ganzen Hintergrund zu kennen. Also dieses Archivdisplay sollte eben nochmal den Zugang zu den Dokumenten, wie wir es im Forum haben, und eben eine wesentliche Eigenschaft von dem Archiv widerspiegeln. Dann noch ein anderes Foto, also noch eine andere Sicht von dieser Ausstellung. Was wir im Hintergrund sehen, sind kleine Fernseher mit Berichten von Zeitzeuginnen, also die Besucherinnen begegneten dann in dieser Ausstellung auch Zeitzeuginnen queeren Lebens. Also ihr habt ja schon sehr, sehr früh angefangen, Zeitzeuginnenberichte zu sammeln und Charles Morris, der Rhetorik in New York lernt, der hat in einem Aufsatz geschrieben, dass queere Archive vor allem auch aus Stimmen bestehen, also Stimmen aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit. Und auch das wollte ich eben im Rahmen dieser Ausstellung auch nochmal aufnehmen. Also zum einen die Stimmen von Zeitzeuginnen, die uns als Audio- und Videodatei begegnet sind und ihren ganz persönlichen Erinnerungen. Aber auch, man sieht da auch so im Ding ein paar Nummern auch nochmal stehen. Da diese Nummern konnte man mittels Audioguide abrufen und das sind die Stimmen von den Akteurinnen des Forums. Also ich habe die Akteurinnen gebeten, dass sie sich Exponate aus dieser Ausstellung raussuchen und auch nochmal darüber, was berichten diese
diese nochmal beschreiben. Ich glaube, wir haben über 15 oder 16 Stimmen zusammengekriegt. Da war ich also ganz überrascht. Das hatte ich auch gar nicht erwartet. Also auch da nochmal diese unmittelbare Begegnung, was eben auch so auf das reale Archiv nochmal hinweisen sollte. Und jetzt noch das letzte Foto. Das letzte Foto ist ein Foto von der Finissage im August diesen Jahres. Also Philipp Gufler und Johanna Gonczarek haben sich dann dem Archiv nochmal auf performative Weise genähert, was eben auch dieser Performance-Gedanke auch nochmal eine Rolle spielt, also gerade in der queeren Kultur. Das wollte ich auch da nochmal im Rahmen der Finissage aufnehmen. Und man beachte die Kostüme, also die Philipp extra angefertigt hat, extra konzipiert hat. Also die beiden, Johanna und Philipp, tragen sozusagen das Archiv an ihrem Körper. Also das ist alles, die ganzen Abbildungen, sowas, die stammen eben alles aus dem Forum. Und da könnte man auch nochmal diskutieren, dass der Körper als Archiv zum Beispiel. Also ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und jetzt bin ich schon am Ende und jetzt muss ich, glaube ich, genau hier drücken. Vielen Dank. Ja, danke dir. Du hast schon etwas gesagt zum Unterschied zwischen privaten Archiven und Institutionen. Was ich mich gefragt habe, sozusagen, du nimmst ja auch ein bisschen den Blick von außen auf diese verschiedenen Sammlungsorte ein. Gibt es etwas, was queere Objekte so für dich in der Materialität oder in der Greifbarkeit ausmacht? Weil queeres Begehren oder queere Identitäten sind ja ein ganz sozusagen weiter Raum. Was charakterisieren queere Sammlungsgegenstände für dich? Wie würdest du die beschreiben? Ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Das sind sicherlich auch Objekte und Dinge, die für gängige Archive vielleicht etwas abwegig wären zum Sammeln. Also wie sammelt man zum Beispiel intimes Leben oder sowas? Ja, also was sind da die Objekte, was sind da die Erinnerungsstücke, also Dinge oder auch vielleicht, wir haben ja vorher den Schrank auch gesehen. Ja, also so eine ganz, ganz bunte Mischung ist es. Also Linda hat es ja gesagt, also wir haben den Schrank abgebaut und dann ins Haus der Kunst ausgestellt und eben genau wieder so, wie er angeordnet ist. Und es ist am Anfang vielleicht eine schiere unüberschaubare Menge. Es ist aber alles archiviert, also es hat auch alles Etiketten und Signaturen. Und da gibt es Teddybären, da gibt es Buttons, da gibt es T-Shirts. Und man fragt sich, was haben die jetzt im Archiv zu suchen? Ja, das sind so Alltagsgegenstände. Und diese Objekte sind zum einen mit ganz persönlichen Geschichten verbunden von den Spenderinnen, aber gleichzeitig auch nochmal so eine übergeordnete Idee. Also ein T-Shirt oder ein Button ist jetzt nicht nur das persönliche Erinnerungsstück von der oder denjenigen, der es gespendet hat, sondern steht auch dazu da, dass man aufstehen soll, dass man für Rechte kämpfen soll. Also ich glaube, da gibt es noch dieses Übergeordnete. Und wenn man es so kategorisieren würde, vielleicht könnte man so gängig sagen, so Ephemera, also diese ephemeren Dinge und dann auch Dinge, die man so gar nicht weiß, wie man es archivieren könnte. Ja, also zum Beispiel, du hast mir, glaube ich, die mit den Hormontabletten so eine Schachtel gezeigt und so weiter. Genau, und da fragt man sich jetzt als Archivar, wie archiviere ich das? Ja, und ich glaube, das sind einfach Dinge, die mit persönlichen Leben zu tun haben, was man aber wissen muss, wo man eben das Hintergrundwissen auch braucht. Also für was steht dieses Objekt? Nee, ich habe das jetzt nur mal, damit ich reingrätschen kann, wenn ich noch was sagen will, aber mir fällt gerade noch was ein. Also wir hatten mal, die habe ich tatsächlich dann weggeschmissen, diese Schachtel. Sammeln heißt auswählen, ist aber mein Spruch, also auch platzbedingt, aber man muss sich auch wirklich beschränken. Wir hatten mal eine ganze Kiste mit Ausschnitten von Männern aus so Modemagazinen oder aus Kaufhauskatalogen. Also die Jungs waren alle bekleidet, also irgendwie auch mit Preisschildern noch so. Also was man eben früher aus dem Kaufhauskatalog so ausgeschnitten hat, das war alles in einem Karton drin.
drin. Und wenn man diesen Karton jetzt nimmt und denkt sich, ja, was soll denn das jetzt hier? Und, aber wenn man dann weiß, okay, das hat ein schwuler Mann gesammelt, dann hat das schon wieder irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Ja. Du hast gerade diese Schachtel erwähnt, die du dann weggeschmissen genau. hast. Da würde mich interessieren, wo ist so eine Grenze? Genau. Also was ist die Grenze des Sammelns? Ich habe das jetzt absichtlich gesagt mit dem Wegschmeißen. Also das ist echt ein heikles Thema mit dem Wegschmeißen. Ich bringe es aber immer selber auf, obwohl ich ja die bin, die es dann wegschmeißt. Wir hatten letztes Jahr, also gab es zum, also es gibt Queer Search, das ist ein jetzt gegründeter Verein, es gibt aber schon länger diesen Zusammenschluss, die die deutschsprachigen queeren Archive vernetzen wollen, um einen Gesamt, einen Verbundkatalog zu schaffen. Genau. Und da saß ich auf einem kleinen, einem sehr kleinen Podium mit Leuten vom Schwulen Museum in Berlin und da ging es auch um Queering the Archives. Und wir hatten da eine Postersammlung von Guido Wahl bekommen, der AIDS-Aktivist hier in München war, der die AIDS-Hilfe mitgegründet hat und auch sonst wirklich jahrzehntelang hier sehr umtriebig war. Und in diesen bei diesen Postern waren auch Poster, die jetzt nicht speziell schwul waren oder wo es um sexuelle um Übertragung von Krankheiten ging, sondern es ging auch um Drogenprävention und solche Sachen. Und ich habe die, nicht alle, aber ich habe einen großen Teil von denen weggetan. Dann wurde mir wahnsinnig auf den Kopf gehauen von den Berlinern, wie könnte ich das denn machen? Das ist doch genau das Queeren von Archiven. Und was soll man dazu sagen? Also wenn wir erstmal diesen Verbundkatalog haben, dann kann ich diese Poster auch in Berlin oder anderswo finden. Also diese Sachen, die jetzt nicht wirklich Unikate sind, die muss ich ja vielleicht gar nicht aufheben. Und irgendwo muss auch eine Grenze sein von dem, was ich sammle, was ich sammeln kann und was ich sammeln will. Aber dann kennt man natürlich die persönliche Geschichte nicht mehr desjenigen. Das kann ich aber anders niederlegen. Ich kann in dem Findbuch bei Guido Wahl schreiben, da waren noch so und so viele Poster, die findet man aber auch auf der Webseite der Deutschen AIDS-Hilfe zum Beispiel. Das kann man anders dokumentieren. Ja. Denn es ist sonst, wenn die Bestände einfach zu groß werden und zu unübersichtlich und wahllos gesammelt wird, dann hat das am Ende auch keinen Sinn mehr. Ich fand das spannend, die Frage, weil in meinem Arbeitsalltag oder in unserem Sammlungsbereich stellt sich das, finde ich, nicht. Also dieses, vielleicht von außen, dieses vielleicht manchmal beliebig wirkende, ist, glaube ich, ein Ergebnis von Dingen, die sich noch nicht so materialisiert und verfestigt haben. Liegt sicher an der Zeitperspektive, also Dinge, die weiter zurückliegen. Da ist eine Geschichtsschreibung vorhanden, die immer wieder auf Dinge referieren, die es normieren, die Sachen, diese Beliebigkeit verlieren lassen und auch so ein Thema verengen. Also je weiter man zurückblickt, desto klarer ist es, wodurch ein Thema, ein Feld, ein Leben und eine Gesellschaft zu beschreiben ist. Und je mehr man in die Gegenwart geht, sei es im Bereich Migration, sei es aber auch Industrie, Gewerbe oder Queerness, wirken vielleicht von außen diese Objekte beliebig. Aber das ist, glaube ich, nicht die grundlegende Frage bei der Sammlung, sondern es ist der Kontext, wie bereits erwähnt, also immer die Geschichte des Objekts, die es mit Bedeutung auflädt und vielleicht auch in der Art der Sammlung und im Zugang zu den Objekten es ernst zu nehmen. Also jetzt nicht zu sagen, ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert eines bekannten Künstlers, einer bekannten Künstlerin hat jetzt einen größeren Aussagewert, da könnten wir natürlich das auch streiten, aber ich für meine Arbeit begreife das so, als eine Remember Card aus dem Bau, weil ich darüber etwas erzählen kann und vermitteln kann. Und das ist ja auch die Aufgabe des Museums, Gesellschaft zu vermitteln. Aber ist das nicht auch genau die, also was du beschreibst, mit dem je weiter es zurückliegt, umso klarer ist es? Ist es nicht genau das die Schwierigkeit, weil dadurch sozusagen ganz viele Geschichten eben nicht erzählt werden, weil es nur eine Auswahl ist, nämlich die Kanonisierung durch eine gewisse Auswahl dieser Objekte, die erhalten sind. Und jetzt gerade haben wir quasi die Freiheit in Bezug auf die Gegenwart. Und wenn wir dann aber wieder diese Auswahl zu eng treffen, dann wird es wieder eine Geschichte. Aber du wolltest was dazu sagen. Ja, also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, das alle Archivarinnen haben. Ja, also was kassiere ich sozusagen, was sondere ich aus? Ist es vielleicht nicht doch mal wichtig? Und bei queerer Thematik oder auch bei neuen Thematiken, da können wir uns nicht auf so einen Kanon verlassen. Ja, also so kann ich sagen, okay, die Dokumente, die kommen weg, das sind gedruckte Sachen, aber die gibt es da und da. Und
Und wie du halt auch sagst, wenn ich sehe, das gibt es schon nochmal, also da wäre eben auch dieser Vernetzungsgedanke nochmal wichtig, weil Platzprobleme haben alle Archive, also ob wir oder nicht. Und ich glaube, da müsste man sich eben noch viel stärker vernetzen. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist, so während wir die Ausstellung gezeigt haben und wir hatten auch Führungen und Gespräche, die andere Frage ist, also das eine ist, was mache ich, wenn die Dokumente kommen? Also wie gehe ich damit um? Sammle ich alles oder muss ich auch was ablehnen? Und die andere Frage ist, was mache ich, dass sie überhaupt kommen, die Dokumente? Und also da haben einige auch bei Führungen gesagt, gerade so in den 60er, 70er Jahren und sowas, wir wären gar nicht drauf gekommen, dass wir diese Dokumente überhaupt aufbewahren. Ja? Weil wir waren so irgendwie in den ganzen Kampf drinnen und immer so beschäftigt und wir haben nie gedacht, dass das irgendwie mal von Interesse sein könnte. Also das ist sozusagen nochmal die andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite diese Fülle, aber vielleicht auch oftmals durch eine Fülle bedeckt Lücken, die vorhanden sind und die es einfach nicht mehr gibt, weil die Dokumente vernichtet worden sind, verloren gegangen oder weil gar kein Bewusstsein da war, diese für ein Sammeln überhaupt dieser Dokumente. Beziehungsweise vielleicht auch, weil die Kraft erstmal eben in diese Emanzipation und in dieses Erkämpfen von Rechten und weniger in die Erinnerung an die eigene Geschichte, weil die Geschichte wurde quasi erstmal gemacht. Genau, Christoph, was mich interessieren würde, ich habe gelesen bei diesem Aufruf, München sucht seine LGBTI-Geschichte, steht, Ziel des Projektes ist es, die bislang stark heteronormativ geprägte Sammlung zu erweitern und bisher unsichtbare Geschichten als Teil der städtischen Erinnerungskultur zu bewahren. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das, dieses stark heteronormativ geprägte Sammlung, und was macht man dagegen, dass es so ist? Andere Lebensentwürfe zeigen, andere Objekte, die anders konnotiert sind, und andere Geschichten zeigen. Also wenn ich jetzt, allein das bis vor 5 Jahren in einer Dauerausstellung zum Münchner Stadtgeschichte, also es nicht thematisiert wird, dass eine queere Person in irgendeiner Form diese Stadtgeschichte geprägt hat und zu ihr gehört, finde ich eigentlich unfassbar im Nachhinein, aber es ist kein Einzelfall, wenn man auch andere Museen auch blickt. Das heißt, Sichtbarkeit schaffen, Selbstverständlichkeiten schaffen durch vielleicht nicht nur einzelhaftes Herausstellen von Objekten im queeren Kontext, sondern im Zusammenhang mit anderen Themen. Also wenn ich über die Stadt spreche oder wenn ich beispielsweise jetzt mich mit Arbeit auseinandersetze oder lassen Sie Migrationsperspektiven sein, dann sollten dort auch immer queere Perspektiven mitgedacht werden. Das wäre ein Ansatz. Bisher haben wir jetzt noch keine, also in der Ausstellung nachts haben wir es getan. Ließe sich sicher noch ausbauen, weil es weitaus diverser ist als das, was wir präsentieren konnten aufgrund der Objekte. Aber ja, wenn eine Dauerausstellung neu konzipiert wird, wir bauen ja um, wir sind 7 Jahre geschlossen, sollte es auch eigentlich der Ansatz sein, meiner Meinung nach, da bei jedem Thema eben queere Perspektiven mitzudenken und danach zu fragen, wie zeigen wir, wie stellen wir da, werden Personen unterschiedlicher Herkunft gezeigt, die eben in jeglichen Feldern auch aktiv waren und sind, weil man da oft auch durch seinen Blick geprägt ist. Und ja, wenn man sich aber auch die personelle Struktur anschaut, das haben wir diskutiert, vielleicht müsste man da auch ansetzen, was die Besetzungspolitik auch in Institutionen, in öffentlichen Institutionen betrifft. Da sind wenige People of Color, wenige Personen mit Migrationsbiografien und auch wenig queere Personen, die sich mit Ausstellung und Sammlungspolitik auseinandersetzen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ein Blick über lange Zeit sehr männlich ist, sehr weiß ist und sehr heteronormativ ist. Und das ist doch ein schönes Ziel, das verändern zu wollen. Ja, also wir hatten im Vorgespräch einmal kurz dazu nachgedacht, und das wäre natürlich auch eine Frage, inwiefern jetzt der persönliche Blick und die Frage,
bei Ausstellungen, wer spricht natürlich, aber jetzt erstmal, wenn wir beim Sammeln bleiben, wer sammelt überhaupt sozusagen eine Rolle spielt. Beim Forum ist es ja ganz klar, ein aus der Community entstandenes Archiv. Jetzt im Stadtmuseum sollte man ja meinen, dass wenn, egal welche sozusagen Identität, welche Herkunft, welche Form des Begehrens MitarbeiterInnen leben, dieser Vielfalt ein Platz eingeräumt wird, die ja Realität ist in der Stadtgesellschaft und entsprechend natürlich auch abgebildet sein sollte. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Braucht es wirklich sozusagen dann auch Personen aus der queeren Community, um das in die Institutionen reinzubringen? Sind Institutionen da irgendwie von selbst auch wandelbar oder eher nicht? Linda, vielleicht kannst du da was auch zu sagen. Was können wir da als Institutionen sozusagen machen oder verändern oder was brauchen wir? Also ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, also die Zeiten verändern sich ja. Das Forum gibt es seit 23 Jahren. Also vor 23 Jahren haben Leute aus der sogenannten Community offensichtlich Bedarf gesehen, Geschichten festzuhalten, Dinge zu sammeln und das zu versuchen zu bewahren. Und es hat dann lange gedauert, bis es sozusagen in den Institutionen auch angekommen ist oder dass es überhaupt in der Stadtgesellschaft angekommen ist, dass es uns gibt. Sabine ist auf uns zugekommen und also ich habe dadurch unser Archiv nochmal mit ganz neuen Augen gesehen. Also das wurde zum ersten Mal professionell gespiegelt sozusagen, was haben wir denn da eigentlich und was wäre jetzt für die breite Allgemeinheit auch mal interessant, wem könnte man das jetzt nahebringen außerhalb der Community? Und klar habe ich beim Forum angefangen aus Interesse, aus persönlichem Interesse, aus Betroffenheit auch. Also mich hat auch Verfolgungsgeschichte interessiert. Mich hat interessiert, was ist die letzten Jahre in München passiert? Wie sah das Leben früher aus? Wie könnte es in Zukunft aussehen? Und was halt auch total schön ist, ich habe was gesucht, was sich in der Szene befindet, aber gleichzeitig im Forum hat man ja so einen Beobachtungsposten. Also man guckt, was ist denn so überhaupt da los? Also es ist sind so zwei Ebenen da. Habe ich die Frage beantwortet? Nein. Ja, vielleicht nochmal so die Überlegung, braucht es mehr queere Menschen in den Institutionen, damit diese gequeert werden können? Du musst es aber auch nicht beantworten, also es geht natürlich an die ganze Runde. Ich weiß nicht, vielleicht nicht, also wenn genug Interesse von außen besteht, dann würde ich sagen, ist es eben diese Wechselwirkung. Die Infos kommen natürlich von queeren Leuten und dass es in Zusammenarbeit gemacht wird, würde ich sagen, ist selbstverständlich, wird ja bei anderen Themen auch so gemacht, aber mehr queere Leute fände ich jetzt fast ein bisschen diskriminierend, also kann ich noch nicht beantworten, muss ich mir noch überlegen. Habt ihr dazu irgendwie eine Meinung? Bist du queer? Ja. Also wir haben vorher diskutiert im Gespräch, wie wir uns positionieren, beziehungsweise was wir kommunizieren, ob das jetzt der richtige Ort ist, um seine eigene Position kenntlich zu machen. Ich kenne das von anderen Situationen, war auch mit Pia auf der Konferenz Queering Memory, wo das also eine ALMS-Konferenz von Archiven, Büchereien, also Bibliotheken, Museen und Verbänden in Berlin im Haus der Kulturen der Welt vor 3 Jahren, wo 180 Institutionen aus 80 Ländern vertreten waren. Und da hatte ich das Gefühl, war es eher Usus, die eigene Position zur oder in der Community kenntlich zu machen, in dem Kreis der vertretenen Institutionen und Personen. Also ich verstehe mich persönlich als Ally, bin jetzt nicht in der Community, aber habe einen persönlichen Antrieb, würde ich sagen, mich dem Thema zu widmen, weil ich meine eigene Biografie oder auch in meinem Freundeskreis viele queere Personen habe, Transpersonen, lesbische, bi, trans, interpersonen, deren Schwierigkeiten der Akzeptanz, sei es im privaten, aber auch im gesellschaftlichen Umfeld, ich mein Leben lang mit erfahren habe und ich deswegen auch ein persönliches Interesse habe. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das
diskutiert, auf so einer Bühne dann oder in der Institution eine Rolle spielen sollte, sollte es meiner Meinung eigentlich nach nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns oft vormachen, dass so eine Institution und auch ein Interesse in der Etablierung verschiedener Themen oder Sammlungen oder Ausstellungen immer völlig frei von diesen persönlichen Antrieben ist. Denn auch auf dieser Konferenz fand ich es spannend zu sehen, dass alle großen Institutionen, alle großen Häuser in Europa oder weltweit, die bereits queere Ausstellungen gemacht haben, eigentlich keine eigene Sammlung angelegt haben und die KuratorInnen waren meistens nicht aus den Häusern. Und somit war auch keine Sammlung nachhaltig angelegt und dieses Thema auch strukturell nicht lange am Haus. Und eine herausragende Position in diesen Panels hatte das Amsterdam Museum, die so als Vorreiter geltend für die eigene queere Sammlung. Und ich war in Amsterdam und habe mich mit der Initiatorin oder der Hauptverantwortlichen Miriam Sneevlooper unterhalten. Und sie meinte auch, also sie begreift sich als Museumsaktivistin, weil sie seit über 15 Jahren versucht, strukturell dieses Thema am Haus zu etablieren. Aber neue Führung, neue Entscheidungen, neue politische Vorhaben machen es unmöglich, dass es eine strukturelle Basis zu schaffen, dass sie davon sicher ausgehen kann, dass wenn sie nicht mehr da ist, dass es selbstverständlich im Amsterdam Museum bleibt. Und das meine ich damit, auch wenn Leute, die in deren persönlichen Interesse das steht, sich für dieses Thema einzusetzen oder Menschen aus der queeren Community in Institutionen, dann und die nicht mehr da sind, dann, dass es nicht sicher ist, dass dieses Thema auch als selbstverständlicher Teil der Stadtgeschichte gesammelt wird. Und das ist bei der Migration jetzt vielleicht anders, weil dafür eine Struktur geschaffen wurde. Und das meinte ich damit. Ich wollte jetzt nicht diskriminieren oder sagen, dass eine Person nicht befähigt ist, sich in andere hineinzuversetzen und diese auch ernst zu nehmen. Das versuchen wir natürlich. Aber trotzdem könnte man da überlegen, langfristig Strukturen zu schaffen, auch in der Personalpolitik, um dann anderen Zugang zu verschiedenen Themen zu haben und auch diverser zu sein und die Gesellschaft in der Form abzubilden, wie sie ist. Vielleicht braucht es auch einfach noch mehr Menschen, die sich eben als Ally bezeichnen oder begreifen, die sozusagen, dass man diese Idee der sogenannten Betroffenheit, wie du es auch gerade getan hast, ausweitet, dass wir eigentlich im Endeffekt, ist die gesamte Gesellschaft betroffen von Migration, von Queerness, von was auch immer, weil das natürlich für alle irgendwo präsent sein sollte zumindest, weil es Teil ist des Alltags, also es sind verschiedene Formen vielleicht auch von Betroffenheit. Ja, das sind so Überlegungen, die wir auch im Haus der Kunst haben. Also wir interessieren uns sehr für gesellschaftliche Veränderungen und auch wie wir diese Veränderungen und Prozesse eben sichtbar machen können im Rahmen von Ausstellungen, im Rahmen von Projekten. Und da finde ich eben so Zusammenarbeiten, wie wir es jetzt gehabt haben, total hervorragend, weil ich glaube, da kann jeder was von den anderen nochmal nehmen und geben und so weiter. Ich wollte noch ein anderes Projekt anführen, Out and About von der Berlinischen Galerie. Ich glaube, das ist 2020 hat es begonnen und es läuft noch. Also da hat man versucht, den schon vorhandenen Bestand nach queeren Sichtbarkeiten und Verbindungen zu untersuchen. Und das ist ein Projekt von Volontärinnen. Und irgendwie hat es nicht ganz so geklappt, weil man hat dann noch Akteurinnen aus der queeren Szene eben nochmal gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen und unterstützen sein wollen. Und ich glaube, da merkt man schon, dass da so eine Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist, um Dinge überhaupt sichtbar zu machen. Aber ich glaube, auch da braucht man wieder Expertinnen. Also nur queer und es ist ja noch lange nicht jetzt für Archivbereich oder Kunstgeschichte oder was auch immer. Also ich glaube, da sollte man auch nicht ganz so generalisieren auch. Was mich noch interessieren würde, wären die gerade schon angesprochenen Bestände. Also wenn man einen solchen Sammlungsaufruf startet, dann kann man sich das ein wenig vorstellen. Da kommen Objekte, werden einem angeboten, muss man überlegen, passen sie nicht. Wie ist das mit dem Vorhandenen? Ist das nicht noch viel schwieriger, dieses Queeren? Und wie geht ihr jetzt zum Beispiel bei dieser Verschlagwortung vor? Was sind da erste Ansätze? Was kann man vielleicht auch vom Forum lernen oder umgekehrt? Gibt es da auch Formen der Zusammenarbeit, dass
das Forum zum Beispiel von sozusagen dieser Professionalität der Verschlagwortung was lernen kann und umgekehrt aber auch die Schlagworte an und für sich erstmal gelernt werden müssen oder bekannt sein müssen. Also wie sucht man? Man sucht ja vielleicht nicht nur nach homosexuell oder queer. Ja, dann fange ich mal an. Also ja, erstmal ist es natürlich wichtig, überhaupt Objekte durchsuchbar zu machen. Ich war schockiert, muss ich sagen, als ich gerade mit bei der Führung war von Sebastian oben in, und gesehen habe, dass da ganz am Anfang ein Film läuft aus dem Filmmuseum, anders als die anderen. Und wir versucht haben, unser Sammlungsvorhaben in unseren Sammlungen bekannt zu machen. Und das Filmmuseum ist Teil des Münchner Stadtmuseums. Ich habe diesen Film dort jetzt gerade zum ersten Mal entdeckt. Liegt vielleicht auch an mir, ja, aber der Aufruf kam da an die KollegInnen, natürlich auch ihre Expertise zu teilen. Und dieser Film wurde 2006 und 2020 restauriert und ist ja wirklich ein herausragendes Objekt. Ja, und für uns ein tolles Sammlungsobjekt. Und bis heute ist dieses Objekt wahrscheinlich oder dieser Film nicht als LGBT konnotiert in unsere Sammlungsmaske, wo man sieht, da müsste es eigentlich einen größer eingelegten Forschungsauftrag geben, um die Sammlung zu queeren und nach anderen anderen Zugängen zu Objekten zu fragen. Du meintest ja auch, im Vorfeld der Ausstellung seid ihr auf unser Haus zugegangen und zum Beispiel nach Textilien gefragt und da gab es keine Informationen dazu. Das ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass große Teile des Bestandes nicht digitalisiert sind, also wirklich ein Schattendasein fristen und vielleicht nur ein Objekttitel übernommen werden konnte, weil nicht einfach Listen gescannt werden, die in die Eingabemaske überführt werden, sondern es einfach wahnsinnig viel Zeit braucht, die dann händisch zu übertragen. Und bisher 20% des Bestandes von 3,5 Millionen Objekten digitalisiert sind. Ein riesiges Unterfangen, aber ja, was die Überlegungen zu weiteren Verschlagwortungen anbelangt, gibt es ja auch Überlegungen eines Thesaurus, der auf queere Themen spezialisiert ist. Wir haben das, muss ich zugeben, nicht in der Form umgesetzt, beziehungsweise noch verfeinert, weil es uns wichtig war, quasi die Sammlungsbestände jetzt einfach durchsuchbar zu machen und auch einen Überbegriff zu finden, der durchsuchbar bleibt. Und bei einem Umfang von 636 Objekten braucht es jetzt, glaube ich, gerade noch nicht eine Vertiefung dieser Gruppierung oder Verschlagwortung. Aber klar, und vielleicht noch eine Ergänzung zu vorhin, ich bin gleich fertig, die Perspektiven, die wir versucht haben, natürlich auch anzuwenden auf das Thema und die Zugänge, die sind natürlich Zugänge und Perspektiven, die wir versucht haben, durch die Akteurinnen, die in den Communities oder im Feld bereits etabliert sind, aufzunehmen. Deswegen haben wir uns mit allen Vereinen oder vielen Vereinen und Verbänden und auch dem Forum natürlich zusammengesetzt und uns ausgetauscht, um zu sehen, welche Themen sind relevant, welche Objekte sind da. Und ja, auch wenn das aufgrund der Struktur oder auch der Einbindung in Verwaltungslogiken manchmal schwierig ist, da in ein Missverhältnis zu kommen, ist es zumindest unsere Bestrebung, da auf Augenhöhe zu bleiben und nicht in so einem kleinen Verband oder Institution wie das Forum zu schlucken und dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist das unser Thema und ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, uns ist es gelungen. Könntest du ja aus deiner Perspektive nochmal berichten, wie das jetzt empfunden wird oder wie der Stand da ist? Ja, genau, vielleicht noch ein paar Worte zu der Verschlagwortung. Verschlagwortung ist ja auch immer was Subjektives. Also es kommt immer darauf an, wer sitzt da und in welchem Zustand befindet sich diese Person gerade, wie viel Zeit hat sie und wann war sie zum letzten Mal an dieser Verschlagwortung dran gesessen. Nee, wirklich, ich habe das gemerkt. Also was bei uns jetzt wirklich tatsächlich durchgängig verschlagwortet ist, sind die Poster, die auch auf der Webseite zu finden sind. Und ansonsten ist es ein größeres Projekt, wo man sich wirklich sehr sorgfältig vorher überlegen sollte, wie man das macht und was dann am Ende dabei rauskommt. Und so übergreifende Schlagwortkataloge, wie es jetzt der Homosaurus eben von der ILIA in Amsterdam werden soll, wird, glaube ich, von kleineren Archiven, also auch von mir, mit misstrauisch beäugt, weil man da was übergestülpt bekommt, womit man vielleicht gar nicht so arbeiten kann oder möchte.
Also das ist noch so eine Geschichte. Aber was die Auffindbarkeit betrifft, ist natürlich schon schön, wenn alles mal wenigstens grob verschlagwortet ist. Also auch ich weiß nicht über alles Bescheid bei uns im Archiv. Es kann passieren, da sind Anfragen und ich sage dann, ich frage die anderen dann ja natürlich auch und am Ende stellt sich raus, nee, wir haben nichts und 2 Wochen später fällt mir dann doch irgendwas in die Hände, wo ich mir denke, ja, aber das will ich mir jetzt auch nicht zum Vorwurf machen, denn das ist, das wird schon noch, also das wird schon noch. Was war das Zweite jetzt? Ach so, unsere Zusammenarbeit und die Sachen, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, also wenn man dem Stadtmuseum Dinge gibt, dann verschwinden sie erstmal und werden auch nicht ausgeliehen an andere Institutionen, das ist einfach eure Politik. Das andere ist natürlich, dass ihr über die Restaurierungsmöglichkeiten verfügt. Ich habe das Ölgemälde vorhin angesprochen. Das Ölgemälde hätte mal eine Restaurierung verdient. Da war sogar ein kleines schimmeliges Eck am Rande. Das behalten wir jetzt aber trotzdem, auch wenn wir uns die Restaurierung nicht leisten können, denn wir wissen, wenn wir es zu euch geben, dann ist es halt einfach weg und wir würden es gerne bei uns behalten, auch wenn wir jetzt nicht die Mittel haben. Das ist ein bisschen ein Dilemma, das sind jetzt auch nicht viele Objekte, die das betrifft. Und ich bin froh, dass ihr so Sachen wie den Sessel aus dem Moritz habt, weil wir mit dem ja gar nichts anfangen könnten. Also das ist dann schon bei euch gut aufgehoben. Und vielleicht findet sich in Zukunft ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, dass wir für Ausstellungen mal was herleihen könnten. Also liegt nicht an mir. Die Leihgaben wurden jetzt vor Sanierung komplett eingestellt. Da kann ich diskutieren und argumentieren, wie ich möchte. Das ist dann leider eine Entscheidung auf höherer Ebene. Also gerne. Ich finde, es lebt auch davon, dass es geliehen wird. Aber der Umgang ist natürlich ein anderer. Wie vorhin gesagt, dieser Sessel ist im Depot, er ist im beständigen Klima gelagert, da ist kein Zugriff. Und wenn er ausgestellt wird, dann wird er hinter Glas ausgestellt. Also wir mussten bei der Nachtausstellung lange diskutieren mit den Restauratorinnen, dass wir teilweise Objekte wie die Innenausstattung des Atomic Cafés und auch die Stühle dann nicht verglasen, sondern die hinstellen. Aber der Sessel des Club Moritz ist hinter Glas. Ja, noch eine Frage. Nehmt ihr alles an, was ihr jetzt bekommt, auf diesen Sammlungen auch nicht? Oder? Und ich glaube, man darf es auch nicht so romantisch sehen, also ein Archiv, das jetzt alles sammelt, so wie bei euch und dass ihr das so engagiert macht. Und eben, wenn man ein Archiv wirklich gut führen will, dann braucht man einfach Geld dazu. Und das ist wirklich noch ein Aspekt, also den kann man eigentlich nicht oft genug ansprechen. Ja? Also man kann das mit so viel Herzblut machen und mit so viel Engagement machen, aber irgendwann, um professionell zu sein und um auch sichtbar zu werden und rauszugehen und so wie es ihr jetzt macht, also man freut sich ja über jedes Ausstellungsprojekt, was man dabei ist, aber das kostet natürlich immer Zeit und es kostet Ressourcen und es kostet Personalressourcen und so weiter und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, also dass das einfach auch mit Geld verbunden ist und eben auch nicht mit wenig Geld verbunden. Ja, dann vielen Dank für den Austausch.